Guck morgen, Jungs und andere, die den Sinn im Leben immer noch nicht kapiert haben. Well, that was fun. Der Sinn im Leben ist der P. Heute habe ich gesagt, lasst mich kochen und oh Junge, muss ich das lernen. Genießt das Gurken auf aggressive Gesichter legen, AK-Trolling und lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Und kommentiert mal wieder Gurken, um ein Aufsehen zu erregen. Harry Potter! Spaß, Henry Gurke, Jungs, also, ihr seht schon, die Seiten sind auf Kontostand. Ich hatte davor so lange Haare, mal schauen, wie viele Leute das gefallen würde, wie viele nicht. Ich glaube, die meisten nicht. Aber anyway, Kopf fühlt sich befreit an, deswegen, heute gehen wir einfach mal auf irgendeinen Server. Roleplay mit Niveau, soll ich nochmal auf Storytime gehen? Dann gehe ich mal auf Storytime, ich meine, da habe ich bisher noch nicht einmal einen Bann kassiert oder sowas. Boah, was eine Musik, Digga. Bringt mich zurück in die Minecraft-Zeiten. Komm, HD. Und ich bin tot. Warum bin ich nochmal gestorben? Pass das nächste Mal auf. Es könnte dein letztes Mal sein. Well, well, well. Da warte ich mal so um die 3 Minuten. Ein paar Sekunden später. Oh, Mann. Ich hatte wirklich gehofft. Schlecht. Ich warte hier nicht noch länger. Gopher City ist halt wirklich Arsch, ne? Gopher City, 28 Spieler. Ich gehe auf die radikalen Schiene. Bruder, schlag mir doch nicht gleich so in die Fresse. Yeah. No. 500 Sekunden. I can't wait that. Ich bin sowieso ein neuer Spieler auf dem Server, wo ich nicht schlagen kann. Aber ich sehe auch aus ein bisschen wie Mülleimer. Zu Hause, du schläfst einfach Fernsehen. What? Dieser Server hat einfach random Schlager. Ich wünsche mir nichts mehr als 10.000 Dezibel, die mir ins Ohr schallern und dabei noch irgendeine Schlagerscheiße singen. Random Schlager. Oh, da bin ich wieder. Wunderschön. Ey, yo, wunderbar. Du bist ein neuer Spieler. Du musst eine Weile mit uns spielen, bis dahin darf... Nicht zugeschlagen und geschossen werden. Aber überfahren hast du nichts gesagt, Bruder. Gott, bist du gruselig. Bist du Shindy oder David Beckham in Jung? Oh Gott, die haben einfach Nike-Dinger drin. Ob das rechtlich so eigentlich erlaubt ist? Ich weiß ja nicht. Kleines Lager öffnen. Gib mir einfach eine neue Hose. Nimm ich mal einfach die hier mit Bankcard. Yeah. Outfit gekauft. Meins, 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 meins. Busfahrer! Busfahrer, halten Sie an, bitte. Ich möchte mitfahren. Dankeschön. Busfahrer, hallo? Ja, also, das kann ja nicht wahr sein. Sir, also, das ist ein ganz komischer Bus. Könnten Sie mir sagen, wohin wir eigentlich jetzt als nächstes fahren? Wir fahren jetzt zum Bahnhof. Ah, der Bahnhof. Natürlich, natürlich. Bist du schon fertig? Jo. Ja, das ist ja geil gewesen, Digga. Richtig geile Fahrt, Digga. Du machst deinen Beruf ja bestimmt aus Leidenschaft. Das ist voll geschissene Hosen. Du bist der schlechteste Busfahrer von allen. Wo ist er hin? Busfahrer! Warten Sie, nein, das war falsch schon wieder. Ich hab mich verirrt. Könnten Sie eventuell mich da hinten zu diesen zwei Leuten fahren? Dankeschön. Guten Tag. Ich wollte fragen, so, weil ich habe jetzt im Laden dieses wunderschöne Polizei-T-Shirt gefunden. Ist das schon legal, oder? Das ist ja nicht original, wissen Sie? Ja, trotzdem ist es nicht legal. Und warum? Darum? Da haben Sie auch keine Beine. Ich habe Beine, hä? Nee. Sir, haben Sie keine Ahnung, wie meine Beine aussehen, oder? Kollege, habe ich Beine? Nein, haben Sie nicht. Sie sollten mal Ihre Augen ausspülen. Ich glaube, das liegt irgendwie daran, dass Sie irgendwie einen Fleck dabei irgendwie haben, genau da, wo meine Beine sind. Soll ich mal gegen Ihre Beine schießen? Wenn du dich traust, Digga, ich habe gefährliche Jujutsu-Kräfte, weißt du? Ich habe dein Gesicht schneller zwischen meinen Arschbacken, als du glauben kannst. Und zwei. Und drei! Vier Schritte sind Sie Ihrem Traumkörper näher gekommen! Ja gut, also ich verstehe das immer noch nicht ganz, wieso genau mein Polizeioutfit plötzlich so originalgetreu ist, obwohl wir komplett verschieden aussehen. Wir können uns umziehen, wie wir wollen, also wir können auch das tragen, was Sie da tragen. Kannst du bitte aufhören, mich so in meine Richtung zu atmen? Du hast übelsten Mundgeruch, Digga. Ist das so erlaubt? Ja, ist erlaubt. Kriegst du es mit dem besorgt oder warum lässt du das durchgehen? Weißt du, ich glaube, ich lasse das einfach dran, weißt du? Ich glaube, ich werde jetzt die eigene Polizei sein, Digga. Fuck it. Besten Sie nehmen noch mein Auto mit. Ja, nee, ganz sicher nicht. So sehe ich aus, als ob ich einfach ihr Auto klauen würde. Sowas mache ich nicht. Mich kriegen Sie nicht so dran hier. Ich bin besser Detektiv, als Sie jemals sein werden. Ja, ja, ich bin auch gar kein Detektiv. Ja, dachte ich mir, Digga, du bist was drunter. Du bist Streifendienst. Widerlich. Null Nummer. Oh, das knallt. Wow, 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 okay. Oh, ganz ruhig hier, ganz ruhig hier. Warum bist du so frech? Keine Ahnung. Überlegen Sie sich mal diese Situation hier, ja? Wie ist das überhaupt möglich? Hier ist links von mir direkt ein Police Officer. Sie ziehen eine Waffe auf mich. Nein. Und den juckt zum Scheiß. Ja, weil das ein guter Kollege von mir ist. Ah, das erklärt natürlich absolut gar nichts und sind immer noch dämlich. Oh. Übergewichtige Eltern hast du. Komm, erklär's dem Admin. Hast du Clip sogar? Krass, okay. Der Clip sagt, das ist schon Bann wert. Oh, Gopher City, Alter. Naja, aber von einem Server, der in der beste Part einfach random Schlagermomente ist, habe ich nicht mehr erwartet. Du wirst permanent von diesem Server gebannt. Grundtrolli. Supremo City V2. Deutsche Einreise? Mal schauen, da join ich mal. Wir schauen, was das V2 zu bedeuten hat. Arsch, arsch. Bro, bro, wer von den beiden war wohl der Server-Admin? Ich glaube, der Rechte. Lass mich ehrlich sein, mit seinen wunderschönen Pipi-Langstrumpf-Zöpfen da, Digga. Es ist eigentlich ganz erfolgreicher Server. Ich glaube, der hat's gerissen irgendwie. Auch wenn der Server nicht gut ist. Beispiel Nummer 1. E zum Interagieren. Okay, Hilfe. 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 Ja, vielleicht ist es auch einfach nicht so primo. Was soll ich euch sagen, Jungs? Mercy City bin ich sogar, glaube ich, schon drin. Ich meine, was kann schon schief gehen?
die haben einfach das gleiche Lied. Ey, schwarzer Henry. Oh, nimmt er mich? Me? Nothing, just hang around. Ja. Red jetzt doch zu mir um. Ja. Dankeschön. Liebe Glatze, die werde ich nicht trollen. Oh, nice. Henry Arsch. Ich wollte schon immer Henry Arsch sehen. Die wollten einen Ladenraub machen. Lass mal hier mal alles aus. Lass mal deinen Kollegen kurz hier. Okay, okay, okay. Die tun jetzt einen auf Geisel. Hallo, hallo, hallo. Hat ja super funktioniert, Jungs. Die muss ich nicht mal trollen. Die trollen sich selbst. Ah, da sind sie ja wieder. Moin. Ey, steig mal aus, sofort, aufsteigen, aufsteigen. Ich hab keine Schule, Bro. Ich hab eigentlich Praktikum, aber ich darf zu Hause bleiben. Aha, OC-Talk. Oh, hi, Jungs, alles gut bei euch? Oh, ich bin Chili, Chili McNilly. Ey, nimm dein Bro mit. Er lebt nicht, nimm den mit, komm. Wir müssen die auseinandernehmen. Oh, let's go. Ich hab keine Waffe, aber ich bin bereit. Ah, nimm sie auseinander, Kollege. Glatze, ich hab in dich vertraut. Bitte nicht mich. RP. Ey, der da. Aber meinst du, ey, bitte nicht mich. Ich wurde hier reingesaugt. Ja, Jungs, wir sind zu dritt hier am Liegen. Hier, komm. Hier, leck Boden, Digga. Leck Boden, f*** dich dafür. Ich weiß, du wolltest mir helfen, aber am Ende wolltest du mir gar nicht helfen. Kein Warten, ich will kein Warten mehr. Okay, wartet. Ich werde jetzt nochmal essen gehen und dann später mache ich weiter, ja? So, ich bin back. Keine IC-Einreise, ja? Freie Einreise, ja? Ja. Henry, go! Oh, das war ich! Dass ich sogar nicht gebannt wurde. Oh. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Minispiel! Pac-Man! Okay, das ist actually pretty cool allerdings. Wow, absolutes Pac-Man-Feeling. Es ist fast so, als ob es bei einer Pac-Man wäre. Was gibt's noch? Billard! Let's go, ich bin bereit für eine Runde Billard. Player versus Player sogar. Aha. Jalla rein da? Ich bin absolut scheiße, gottlos scheiße. Langweilig. Drill Bunny. Mit Abstand das beste Spiel. Spiel scheiße, mach ich nicht. Damn, imagine, du hast so viele Minispiele, aber keins davon ist richtig geil. Ja, lass mich leben. Das ist auch ein Server, wo meine Kondition jede Sekunde erhöht wird. Mein Gott, bin ich neidisch und glücklich, sowas zu haben. Boah, was, nochmal um eins erhöht? Betreibt man nicht. Oh, was, noch einmal erhöht um eins? Krass. Wag es nicht. Immer ein kleiner Stich ins Herz. Oh, Sir, könnte mich eventuell der Dude, der sie trägt, auch tragen und wir können so eine richtig lange Schlange machen? Bro, die Fresse und verpiss dich, Digga. Oha, was hab ich denn dir jetzt getan? Ja, Bro, du gehst ja mir irgendwie auf den Sack. Ja, du hast ja auch fett Durchfall, Diggi. Hier, ich nehme jetzt deinen Freund mit. Der hat dich nicht verdient oder andersrum. Juckt mich nicht. Ey, Kollege, ey, nicht widersetzen. Sonst nehme ich den hier mit. Ja, mach mal. So, jetzt komm mal mit. Ja, okay, komm, scheiß drauf. Ihr habt bestimmt viel Spaß zusammen, ich denk's mir. Ja. Entschuldigung, Hallo? Ist jetzt kein Flirtversuch, aber haben Sie eventuell so ein Auto für mich oder so? Ich hab gar kein Auto, warum? Keine Ahnung, Sie chillen hier am Parkplatz. Lamar? Wer? Nicht so, der da. Ah, Lamar, du Frechdachs. Darf ich mich vorstellen, hallo, ich bin Henry, ich hab währenddessen auf die gute Dame aufgepasst. Abu Zainek, was geht ab? Ah, moin, ey, multipliziert euch oder was hier? Ja, hier kommen ja immer mehr von euch, aber ganz bestimmt nicht wegen der Frau da, oder? Doch. Das heißt, die Mutter von euch allen. Gib dir gleich mal. Ey, Mama, was machst denn du da oben? Mama auch noch, Alter, komm. Tante? Nee, noch schlimmer. Oma? Noch schlimmer. Egal, ich bleib bei Mama, ich glaube, das ist ein Kompliment, was du bekommen kannst. Ey, Mama, ich weiß nicht, wie lange bist du hier schon? Lange genug, warum? Okay, ja gut, dann weißt du, dass ich wahrscheinlich nur ein Bettler bin, oder? Mhm. Ja, okay. Oh, sorry, das ist Fingerprobleme. Oh nein. Oh Mann. Alles gut, das passiert mit Fingerproblemen, das passiert mir auch immer, Mama. Wie viele Kinder hast du eigentlich? Zwei Söhne. Die hinten, da unten? Nee, das sind nicht meine Söhne. Ja, die werden aus einem anderen Loch gepresst worden, so wie die aussehen. Du bist ja nicht so frech, bevor ich dich hier weg. Sorry, ich meine das nicht böse. Lamar. Was? Das heißt wie bitte und nicht was? Ja. Hau dich gleich. Mach doch. Lamar, jetzt lehn dich mal nicht gegen die Mutter auf. Ja, siehst du, direkt vor die Knie. Finde ich eigentlich ganz gut. Das ist ein Zeichen von Autorität, den er uns zu schätzen weiß. Deine Mutter braucht ja auch einen Vater, der auf sie aufpasst, weißt du? Gib dir gleich. Ein starker Mann, der die Familie einfach in Schutz weiß, das ist doch der Traum von jeder Frau. Klammer, bitte. Haut ab. Ja, ist so. Geht mal weg. Ich brauche ein bisschen Alleinzeit mit deiner Mutter. Oh, scheiße. Mutter, schubst mich nicht runter. Auch noch Mutter. Magst du es nicht, wenn ich dich Mutter nenne? Nein, Lama, fahr mal weiter. Ich brauche ein bisschen Alleinzeit mit Mama. Du bist gleich allein in deinem Grab. Boah, chill mal. Fahr einfach, Diggi. Ich passe hier schon auf sie auf. Okay. Dann fahre ich halt auch mit. Aber ich beschütze euch beide, keine Sorge. Ich weiß ja nicht, ob du überhaupt mitfahren willst. Oh, warum? Weil du einfach bei Fremden ins Auto reinsteigst. Ihr seid keine Fremde. Würdest du so mit deinem zukünftigen Stiefvater so reden? Alter, übertreib halt. Ich box dich gleich. Okay, Stiefopa, chill. Verpiss dich. Verpisst du dich? Oh, okay, ich hab gelogen. Ich mach Spaß. Schieß auf Granny, hä? Oh, er denkt. Hey. Komm, sei, Mann. Wenn du dich um die Ehre deiner Mutter kämpfen willst, dann bin ich hier, mein Freund. Hier, Faust gegen Faust. Weiß ich hier nicht. Was weißt du nicht, ob deine Mutter das irgendwie aushalten könnte? Oh, sorry, Großmutter. Oder geh lieber mal mit deinen Schusswunden zu meinem Ding. Warum sollte ich, Digga? Mir geht's doch prächtig. Siehst du, es hat mich einfach nicht mal gekratzt.
Ja, siehst du, so cool wie eh und je. Ich war am überlegen, dich doch mitzunehmen, aber du bist so ein Wichser. Oha, warum denn? Nur weil ich nicht als Altenheim spende oder was? Stück Scheiße. Hey Opa, du nimmst mich mit, by the way. Grandpa. Hey, ah! Ich will die Grandma, Grandma, Grandma. Schieben! Fuck. Ich friss gleich den Gucci-Karton, damit ich mich reich fühl. Runter von der Straße! Hey! Kofferraum. Nein, nein, da bin ich einmal drauf reingefallen, da seitdem bin ich ein Jungvater. Verpisst euch! Das sind Schwennies, mit denen will ich nichts zu tun haben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Like oder ein Abo dazulassen. Ich bin euer Henry Gurke, ich küsse euer Herz. Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart, wie die fucking Jesus Boxers.